Okay, wir sind jetzt hier auf dem Stand von Berlin-Brandenburg. Man sieht es da oben auch schon mal. Stell du dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Michael Liebe. Ich leite die International Games Week Berlin. Das ist nach der Gamescom die zweitgrößte Veranstaltung zum Thema Gaming. Der Unterschied ist ein bisschen, dass wir mehr auf individuelle Events bauen. Also wir sind eine Dachmarke, die 10 Veranstaltungen in einer Woche in Berlin bündelt. Das heißt, es gibt die Quo Vadis Konferenz, es gibt das Amaze Festival, es gibt Gamefest am Computerspielemuseum, Womenize, Investment Booster, Matchmaking Dinner, Researching Games Barcamp, Making Games Talents, also 10 verschiedene Veranstaltungen, die jeweils von einzelnen Parteien organisiert werden und auch entsprechend authentisch dann ihre Zielgruppen bedienen. Das ist so der größte Unterschied. Dann mache ich noch andere Veranstaltungen wie den Intel Buzz Workshop oder den Virtual Reality Conference Technology, Business and Art im November in Potsdam. Okay. Und jetzt sind wir, welche Anliegen, also gibt es gewisse spezielle oder liegen dir irgendwelche konkreten Anliegen auf der Zunge, wo du sagst, Mensch, da müsste die Politik, also bist jetzt Berlin, Brandenburg, Berlin glaube ich eher so, ne? Und welche konkreten Ziele oder welche konkreten Anliegen gibt es da so an die Politik? Also was wäre jetzt, wo du wirklich rausrufen würdest, hey, tut das mal. Also was schon mal super ist, ist, dass es überhaupt Förderung gibt. Also das ist ein sehr wichtiges Instrument, gerade die Content-Förderung, die ist ja in NRW, in Berlin, in Baden-Württemberg und irgendwo anders, sorry für die anderen, auch gibt. Das ist extrem wichtig, gerade für kleinere Studios und gerade für kreative Ideen, dass die halt auch mit weniger Risiko umgesetzt werden können. Es ist allerdings im Großen und Ganzen halt ein Tropfen auf den heißen Stein fast schon. Also die Budgets, die es gibt für einzelne Projekte, stehen selten im Verhältnis zu dem, was eigentlich ein Spiel kostet in der Entwicklung. Es ermöglicht sehr viel, ja, aber es könnte noch mehr machbar sein. Gerade wenn man halt auch will, dass die Leute nicht immer nur so sich selbst ausbeuten, nur um ihren Traum zu verwirklichen. Und das ist ja auch mit die Aufgabe der politischen Infrastruktur, auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass Leute ja coolen Inhalt produzieren können, aber dabei auch ein bisschen ihr Leben gestalten können. Jetzt klingt es absurd, Gamesbranche, die Zahlen, die rausgehauen werden, sind ja gigantisch. Jetzt letztens so mehr Umsatz als die Bundesliga in Deutschland. Richtig, ja, aber hier, was hier produziert wird, ist im Verhältnis dazu lange nicht so erfolgreich. Ich glaube, es sind unter 10% des gesamten Umsatzes, was in Deutschland generiert wird, wird von deutschen Firmen überhaupt erst gemacht. Okay. Das heißt, es ist im Gegensatz zu anderen deutschen Branchen in erster Linie eine Importindustrie und keine Exportindustrie. Das soll nicht nur durch Förderung, Content-Förderung verbessert werden. Ich glaube, was ein sehr wichtiges Instrument ist, was auch hier so passiert, sind diese Gemeinschaftsstände. Da könnte es noch mehr geben, gerade nach außen hin, also international, dass man nach San Francisco, nach Korea, nach Kanada, was auch immer, halt mit Firmen fliegt, das ermöglicht stärker. Denn bei uns in Berlin, was mir fehlt, oder Berlin-Brandenburg, was da fehlt, ist so ein Zentrum, so ein Inkubator der Coworking-Kombination, die Branche bündelt an einem Ort. Und da würde ich mir wünschen, dass die Politik sich da Instrumente für schaffen könnte, dass es halt klappt, dass wir sowas machen können. Da gibt es viele Leute, die da schon dran schrauben, links und rechts, aber wir kriegen aktuell nicht das hin, dass wir jetzt eine sehr günstige Fläche haben, die wir den Studios anbieten können. Weil durch die Bündelung und den Erfahrungsaustausch, den du dann hast, hilfst du der Branche ungemein weiter. Okay. Da gibt es den Dutch Game Garden zum Beispiel in Holland, das ein super Vorbild ist, wo auch Public-Private-Partnership sehr fruchtbar funktioniert. Okay. Das wäre so noch so ein Thema. Nur für die Studios oder für die Unternehmen oder auch für die Ausbildung, das heißt zum Beispiel auch Universitäten? Ausbildung, witzigerweise, ich bin jetzt gerade auf dem Sprung zum Gamescom-Kongress, wo es genau darum geht. Da haben wir eine Panel-Diskussion zur Ausbildungslandschaft in Deutschland, wie die Ausbildung besser oder was die verändern muss vielleicht, wir wissen es ja noch nicht, damit die Branche besser unterstützt wird. Ich glaube, also mein Gefühl ist,
oder wir sind schon recht gut dabei, was Ausbildung angeht. Also es gibt gerade in Berlin, hier aber auch hier in Köln, ziemlich viele Hochschulen, die games-orientierte Studiengänge anbieten und Abschlüsse anbieten. Das ist schon ganz gut. Was da halt spannender wäre, aber das ist auch nicht nur games-spezifisch, sind eben diese Ausgründungsförderungen. Mhm. Wenn man sich MIT oder Silicon Valley anguckt, das ist, weil die Unis einfach so wahnsinnig viel dafür getan haben, dass ihre kreativen Köpfe danach auch Startups gründen können, da dann frühzeitig helfen, dass die mit Investoren verbunden werden und so weiter. Das passiert in Deutschland generell schon, aber noch ein bisschen weniger, als es sein kann. Wie groß ist denn so die Bereitschaft von Investoren, in so ein Startup zu investieren dann? Games-Branche ganz schwierig, weil super hohes Risiko. Es kommen jeden Tag 1000 Spiele raus, weltweit gesehen. Da muss man erstmal durchkommen. Alle gehen auf Free-to-Play. Die Investoren gehen alle auf Free-to-Play Mobile. Dafür kriegt man noch Geld. Aber jetzt Entwicklerstudios, die so KMU-mäßig um die Ecke kommen und halt so ihr kleines Unternehmen, mittelständisches Unternehmen aufbauen wollen, das halt keine Exit-Strategie hat, dafür Geld zu bekommen, ist extrem schwierig. Und auch da in den Markt durchzukommen, ist sowieso schwer. Also ja, das ist für Investoren nicht so attraktiv. Hat sich denn der Markt in den letzten Jahren so verändert? Also ich kenne das jetzt, man hat die großen Publisher wie Ubisoft oder EA, die haben dann viele Studios auch unter sich. Ja. Aber jetzt bei dem Mobile Gaming hat sich ja jetzt vieles getan, dass viele für sich was machen. Hat sich da sehr viel oder auch gerade in Berlin... Das Self-Publishing hat sich da sehr vieles in Berlin auch getan so? Ja. Also wir haben ja VUGA, Vorzeigeunternehmen, was Self-Publishing angeht, für Mobile Games. Selbst etablierte Studios wie Jäger orientieren sich in die Richtung. Das ist noch nicht ganz klar, was da jetzt passiert, aber ist spannend. Entschuldigung. Viele Indies gehen sowieso auf Self-Publishing, also dank Steam ist sowas halt auch möglich. Steam Greenlight und aber auch so Crowdfunding-Instrumente sind sehr populär nach wie vor und immer populärer auch tatsächlich. So dass Self-Publishing auf der einen Seite überlebensnotwendig wird. Also selbst wenn man einen Publisher bekommen will, muss man auch eine gewisse Sichtbarkeit schon vorher haben. Und zweitens aber eine sehr schöne Möglichkeit ist, unabhängig zu bleiben einfach und seinen Traum und seine Inhalte so auch zu kommunizieren, wie ich sie verstehe, und auch von seinen eigenen Zielen treu zu bleiben. Also von daher ist Self-Publishing nicht unbedingt nur eine leidige Notwendigkeit, sondern auch eine sehr große Chance, die viele Studios aufgreifen. Gibt es denn Trends? Dann letzte Frage noch. Gibt es denn Trends, die deutsche Unternehmen jetzt besonders aufgreifen sollten, wo sie eine große Chance haben, nochmal groß aufzutrumpfen? Qualität. Qualität ist immer das Entscheidungskriterium für Erfolg. Da sind wir schon ganz gut dabei. Also das heißt nicht, dass sie da besser werden müssen. Das ist gut da. Wo mehr passieren kann, ist eben auch in der Selbstvermarktung. Also das ist keine deutsche Tugend, selber anzugeben. So, und irgendwie laut draußen rumzuschreien, ich bin der Beste hier bei my shit. Ja. Das machen halt andere Kulturen viel erfolgreicher und viel besser. Da haben wir sehr viel Nachholbedarf, selbstbewusst aufzutreten, weil die Sachen sind gut, die hier rauskommen, und dann aber auch ein bisschen mit der breiten Brust halt rauszugehen und zu sagen, hey, mein Spiel ist total geil, ich bin geil und kauft mein Spiel. Also da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, dann vielen herzlichen Dank und kümmern Sie sich um den Nachwuchs. Ja. Dankeschön.